So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo. Diablo 2. Ja, ich muss mich immer noch dran gewöhnen. Wir wollen weiter Richtung Rakanishu quasi. Da haben wir nämlich das letzte Mal aufgehört. Eigentlich wollen wir Richtung Tristram. Und um zu Tristram zu gelangen, müssen wir den unterirdischen Durchgang zum Dunkelwald finden und dort den Inifusbaum suchen und dann die Schriftrolle holen. Die Schriftrolle ist, glaube ich, in der Rinde, wenn ich mich recht erinnere. Wir wollten aber noch auf jeden Fall auf die Gegenstände gucken, die wir das letzte Mal gefunden haben. Und ich weiß gar nicht, was wir davon schon gesehen haben, aber auf jeden Fall habe ich hier diesen Überwurf der Dämonen. Der hat auf jeden Fall 10% schnellere Erholung nach einem Treffer. 5% oder 5, ja, Pluspunkte zu Mana sozusagen. Und der Angreifer erleidet einen Schaden von 1, 2 zu Lichtradius und repariert seine Haltbarkeit. Das ist auf jeden Fall besser als das, was wir jetzt haben, was auch kein großes Kunststück ist am Anfang. Und wir haben hier noch den Horn der Dämonen, der ja ganz gut dazu passt. Und dieser Horn der Dämonenhut, komisches Satzkonstrukt gerade, macht 10% Chance beim Treffer, Kombo-Blitz zu zaubern. Wir haben ein bisschen schnellere Erholung. Wir haben 4 zu Mana und auch reparierte Haltbarkeit. So. Ja, das ist ganz nett. Ich glaube, ich nehme mal tatsächlich das Identifizierungsding mit. Dann können wir nämlich gleich unten identifizieren. Das ist ganz praktisch. Dann, ja, brauchen wir nicht so viel hin und her laufen. So, ich hole nochmal ein paar Identifikationsschriftrollen und dann gehen wir da zum Feld der Steine. Der Orden heißt euch willkommen. Dann schlagen wir uns da nochmal durch. So, dann schauen wir mal. So, bevor wir es vergessen, wir wollten dieses Mal ja mit Players 8 arbeiten. Das heißt, wir machen das einmal. So, Player sitzen jetzt auf 8. Das dürfte sich nur auf die beziehen, die jetzt außerhalb des Bildschirmbereichs sind. Das heißt, die hier müsste noch normal sein. Und alle weiteren, sozusagen, die jetzt neu spawnen, die kriegen dann Player 8. Das heißt, die hier müssten wir eigentlich einfach besiegen können. Und diese hier hingegen müssten weitaus schwieriger zu besiegen sein. Das kann aber auch sein, dass die noch zu nah drin sind, sozusagen, im Bereich. Das werden wir sehen. So. Okay. Ja, Skelette holen wir uns jetzt natürlich auch. Tut mir leid, wenn meine Stimme heute nicht ganz so stark ist. Die ist so ein bisschen belegt. Aber ich muss und möchte dringend aufnehmen. Denn sonst kommen wir ja nicht weiter. Nee. Und solche Schwankungen gibt es dann halt manchmal. Aber es kann sein, dass ich zwischendurch mal kurz still bin. Dann trinke ich mal was. Ja, damit wir die Stimme aufrechterhalten. So, das kennen wir schon, den schimmeligen Folianten. Der führt uns dann zur Gräfin. Aber das wollen wir jetzt noch gar nicht anschauen. Beziehungsweise wir werden wahrscheinlich automatisch dazu kommen. Gar keine Frage, wenn wir zum Dunkelwald gehen. Denn die sagte ja, sozusagen, die Rolle, dass, na, hier, im Schwarzmoor hinter dem Dunkelwald. Da wäre der Turm. So, wir müssen aber erstmal zum Dunkelwald. Ach so, hier ist übrigens, das ist so ein Nest. Da kommen diese kleinen, hässlichen, ekelhaften Vollkrähen raus. Und ja, das sollten wir dann halt auch relativ schnell beheben. Nicht genug, Mann. Denn sonst kommen andauernd neue. So. Was mache ich? Ich wollte eigentlich fluchen. Ach so, ja. Ja. Die Tastenkombination sollte man dann auch im Kopf haben. So, die Identifikationsschriftrolle, die nehmen wir mit. Die können wir gebrauchen. Okay. Ah, hier haben wir so ein Fertigkeitsding, da oben übrigens auch. Ja, die Monster halten jetzt auf jeden Fall mehr aus. Dadurch, dass auf Players 8 ist. Wir müssten allerdings dann auch schneller Level-Ups bekommen. Weil es gibt eben auch mehr, ja, da kommt es auch schon, mehr Erfahrungspunkte. Und da müssen wir mal gucken, dass wir eine Balance finden, die vernünftig ist. Hm, vielleicht setzen wir das auch ein bisschen niedriger, Player 6 oder so. Damit wir nicht zu schnell hochleveln. Oder damit es eben nicht zu lange dauert, ne? Weil dadurch, dass wir jetzt sozusagen, ja, hier ausdauerndere Monster haben, dauert das Ganze natürlich auch sehr viel länger, ne? Bis sich unsere Monster da durchgeschlagen haben. Den haben wir hier, okay. Hier ist Rakanishu, der ist extra schnell. Aber ich denke nicht, dass er ein Problem ist. Was spürst du? Okay. Ja gut, aber hält halt sehr viel mehr aus, ne? So, ist aber schon fast da. So, unsere Monster brauchen jetzt halt länger. Und das erhöht natürlich für einen Totenbeschwörer schon den Schwierigkeitsgrad ein bisschen, weil je länger sich meine Skelette irgendwo aufhalten, desto eher
können sie ja gebunden werden und sozusagen, ja, getötet werden. Das ist vielleicht jetzt für einen Singleplayer oder für einen, ja, Singleplayer im Sinne von keine Monster-Charakter ein bisschen einfacher. Weiß ich nicht. Wir schauen mal, ich habe damals immer ohne Players 8 gespielt, da habe ich ganz normal gespielt, ne? Also, so wie man halt spielt. Aber, ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen mehr Herausforderung. Wir bekommen übrigens mehr Drops dadurch, ne? Also, das ist noch ein Vorteil, Schrägstrich, Nachteil. Also im Endeffekt gleicht sich das alles wieder ein bisschen aus, ne? Von der Schwierigkeitsstufe. Nur jetzt am Anfang wird es ein bisschen, ja, schwieriger. So, wenn ich mich nicht täusche, müssen wir einfach nur diesem Weg hier folgen. Genau. Und dann kommen wir zu dem Dunkelwald-Durchgang. Achso, wir könnten aber unser Level-Up einmal machen. Das sollten wir tun. So, mal schauen. Ich glaube, wir gehen auf Flüche, weil das hier haben wir ja alles auf 1. Oder auf Skelette, müssen wir mal gucken. Wir können auf jeden Fall das, was hier tiefer kommt, erst ab Level 12 machen. Wir sind momentan, meine ich, 9. Genau, wir sind Level 9. Das heißt, das hier können wir erst ab 12 machen. Und das ab 18, hier 24, da 30. So, das bedeutet, wir können diese Flüche noch gar nicht machen. Und wir wollten ja alle Flüche auf 1 haben. Das heißt, ich setze jetzt erstmal den hier mit auf 1 und packe mir den hier hin. Und dann, so, gucken wir mal weiter. Ne, ich nehme wieder alles in einem Stück auf, denke ich. So, in einer großen 1-Stunden-Geschichte. Ich hoffe, das klappt. Und ich stürze nicht ab oder so. Das ist natürlich immer der kleine Nachteil dabei, dass das passieren kann. Aber es ist eigentlich ganz praktisch vom Schneiden. Die Frage ist, ob es, ja, so genehm ist. Ob es okay ist für die, die zuschauen. Weil das bedeutet natürlich auch, ich moderiere nicht einzeln ab und an, ne, zwischen den Folgen, bis dann halt jeweils so eine Stunde erreicht ist, wo ich dann, ja, den Endschnitt setze und auch abmoderiere. Das heißt, zwischendurch wird einfach geschnitten. Ja, wenn es gar nicht passt, also wenn das sozusagen nervig ist, dann einfach Bescheid sagen. Das kann ich erinnern, das ist kein Problem. Ich kann auch in kleineren Episoden aufnehmen. Hat auch noch einen anderen Vorteil. Das hat den Vorteil, dass ich ein bisschen genauer steuern kann, wie lang die einzelnen Folgen sind. Jetzt, wenn ich schneide, muss ich immer einen guten Punkt finden zu schneiden. Und manchmal ist das halt so, dass dann am Ende irgendwie nur noch so eine 10-Minuten-Folge übrig bleibt und die davor länger werden. Also ist dann nicht ganz so günstig, ne? Vielleicht von der Aufteilung. Das weiß ich nicht. Da gucken wir. Das werden wir alles entwickeln, wie wir das machen. Ich werde auch wieder hochspeeden, aber nicht hier in den Dungeons. Das mache ich jetzt bei dem ersten Run nicht. Das mache ich halt, wie gesagt, nur im Dungeon. So, Quatsch, in der Stadt. Meine Güte. Ja. Neben der etwas schwächeren Stimme heute sind auch noch andere Teile des Körpers irgendwie schwach. So, ich habe überhaupt keine Knochenexplosion auf F1, stelle ich gerade zu meinem Erschrecken fest. Das packen wir mal auf F2, das packen wir mal auf F1 und packen das auf die Seite. Ich glaube, das ist besser. So, da ist der Bauchfresser. Das ist schön. So, dann wollen wir das mal explodieren lassen. Ja, ich glaube, das Explodieren, also ich hatte damals fast nie Probleme. Der Magic Man hatte darauf hingewiesen, dass es möglicherweise nicht so günstig ist, weil natürlich, klar, ich habe dadurch dann weniger Monster zur Verfügung, die ich noch wiederbeleben kann. Allerdings war es damals so, ich habe viel damit gespielt, dass ich dadurch, dass ich die, ja, Monster explodieren ließ, eigentlich immer so viele hatte, die dadurch wieder umgefallen sind, dass, ja, das dann kein Problem ist. Wir werden das feststellen. Ich weiß natürlich auch nicht, auf welchem Patch ich damals gespielt habe. Das kommt ja auch noch dazu. Und wenn es Probleme gibt, dann machen wir das halt nicht. Oder machen den Radius geringer oder mal schauen. Wir schauen mal. Wobei Radius höher wäre eigentlich unter dem Aspekt sinnvoller, ne? Weil dann würde mehr drumherum umfallen. Wäre clever. Wir haben schon wieder ein Level Up. Also es könnte sein, dass das zu schnell geht mit den Level Ups. Das ist jetzt halt der Nachteil. Ich hätte gerne einfach die Monster ein bisschen schwieriger gemacht, ohne diese Level Ups so schnell zu bekommen. Aber die Möglichkeit haben wir halt nicht. Wir können die Player hochsetzen und dann bekommen wir halt, ja, alle Nachteile und auch alle Vorteile. Ist ja auch fair, aber, ja, ich hätte es halt gern nur ein bisschen schwieriger gehabt, aber nicht unbedingt leichter, dadurch, dass ich schnell wieder Level-Ups bekomme. So, wir machen mal eben das Level-Up. Wenn wir es schon bekommen, dann machen wir das auch. Habe ich das eben eigentlich gemacht? Wir gehen mal ein bisschen auf Energie, auch wenn es vielleicht dumm ist als Totenbeschwörer, aber die Energie fehlt mir. So, hier auch einen drauf. Irgendwann habe ich wohl mal einen unglatten Punkt gesetzt irgendwo. Sonst hätten wir jetzt nicht noch 4 über und wenn wir hier was draufsetzen, machen wir die mal hier drauf, dann haben wir nur 44 statt 45.
So, gehen wir mal weiter. Und gucken mal, diese Erstickungsgaselixiere, die hebe ich auf, die stecken schön. Ich hebe, wie gesagt, nicht alles auf, was jetzt hier weiß ist, Gold und so, klar. Aber den ganzen weißen Kram, den werde ich wahrscheinlich liegen lassen. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt auch mehr Drops haben, haben wir eh noch genug Geld, was wir bekommen. Aber Erstickungsgaselixiere, das sagte die Franzilein ja auch. Und auch diese Explosionselixiere, die machen natürlich Sinn. Die stecken und die geben gar nicht so wenig Geld. Und die verbrauchen auch wenig Platz, ne? Also insofern, das macht, denke ich, auch Sinn. So, wenn irgendwer halt solche Anmerkungen hat, einfach sagen. Es kann sein, dass dadurch, dass ich eben, ja, aufnehme in solchen Schüben, also einfach so eine Stundenfolge mache und die aufteile, dass ich diese Sachen erst ein bisschen später mitbekomme. Aber irgendwie hilft es mir immer. Also insofern, einfach sagen ist immer gut. Außerdem kann man dann darüber reden. Und vielleicht mache ich auch Sachen einfach komplett bekloppt, weil ich das eben auch schon einfach ewig nicht mehr gespielt habe. Wir haben schon wieder ein Level. Okay. Das geht ein bisschen schnell hier. Wir machen mal das schwache Sicht. Und, ja, noch ein Skelett. Wobei, haben wir überhaupt eins mehr? Es sind, immer noch drei, oder? Drei Skelette, ja. Und das bleiben auch drei. Für einige Zeit. Die werden halt nur stärker. Was sich verändert ist, bei den Skeletten manchmal die Optik hier, diese Waffen, die sie tragen. Und auch die Schilde. Und auch einen Helm haben sie manchmal auf. Also je stärker die werden, desto mehr verändern die sich optisch. Muss man mal drauf achten. Jetzt haben sie so eine Sense und ein Schild. Und wenn sie dann später stärker werden, dann haben sie andere Optik. So, wir machen, was machen wir? Nochmal hier eine Vitalität. Und ja, ich will ein bisschen was auf Mana machen. Mag, wie gesagt, dumm sein, aber wir gönnen uns sowieso ein, zwei Respecs oder vielleicht einen pro Akt oder so. Also sozusagen neues Skillen. Das können wir uns gönnen. Das kommt ja mit dem Diablo jetzt mit dem neuesten Patch auch. Das heißt, das ist okay. Das können wir, glaube ich, machen. Nicht andauernd, ne? Das wäre blöd. Vielleicht auch gar nicht. Also, wenn es alles passt, warum sollten wir irgendwas verändern? Ich versuche es, wie gesagt, nicht zu übertreiben. Ne? Damit wir auch ein bisschen Herausforderung haben. Was man hier nochmal sagen kann, ist, ob diese Flüche hier stacken, also ob sozusagen, wenn man die aufeinander packt, sozusagen die stapeln. Ich meine, das war so, dass man sozusagen das stapeln lassen konnte, oder war das nur bei den Auren so von dem Paladin? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wäre auf jeden Fall sinnvoll, weil man natürlich die Effekte ganz gut kombinieren kann. Und wie gesagt, ich bin auch der festen Meinung, das ist so. Insofern machen wir es einfach. So, was haben wir hier? Schwache Sicht. Verlangsamt die Sehfähigkeit oder verringert die Sehfähigkeit von Monstern. Das ist eher uninteressant. Das brauchen wir nicht. Das haben wir nur gemacht, damit wir halt an den nächsten Punkt kommen. So, hier haben wir noch ein Amulett. Das nehmen wir natürlich mit. Gold. Ja, nehmen wir auch mit. Wie sieht der Gürtel aus? Leer. Dann packen wir hier mal so ein paar Regenerationstränke rein. Und gehen weiter. Schwacher Heiltrank brauchen wir jetzt eigentlich nicht. So. Okay. Wir könnten eigentlich mal gucken, dass wir ein bisschen mehr anlocken. Auf einmal. Gehen wir erstmal hier runter. So. Missgestalteter. Ja, ich werde jetzt hauptsächlich erstmal ein bisschen fluchen. Später werden wir natürlich auch selber austeilen, aber momentan haben wir diese blöden Zähne und meiner Meinung nach machen die nicht mehr Schaden als das, was wir an Angriff haben. Was haben wir denn hier überhaupt angriffstechnisch? Angriffstechnisch sind wir bei 2 bis 4 und die Zähne machen. Ja, 2 bis 4. Das heißt, es lohnt sich nicht, dass, die auszunutzen und die, ja, Mana-Energie dabei zu verbraten. Das ist unlogisch. Das ist nicht sinnvoll. Das würde gehen, wenn wir sie höher hätten, aber momentan haben wir das halt nicht und ich werde die auch nicht steigern. Ich wollte die eigentlich nur benutzen, um letztlich dann hier sozusagen zum nächsten Punkt zu kommen. Wo ist denn jetzt hier mein... Ich suche meinen Fertigkeitenbaum. T, nicht mehr K. So, genau. Wir wollen hier zum Knochenspeer und dafür brauchten wir es halt. Ne? Den nehmen wir auch, Knochengeist. Den kennen wir auch, das ist der Bone Spirit. Aber erstmal wollen wir zum Knochenspeer. Und ich glaube, die werde ich auch ein bisschen höher setzen. Habe ich damals gemacht und ich verlasse mich auf den Tavo von vor 10, 12, keine Ahnung was, wie vielen Jahren. Der wird schon gewusst haben, was er tut. Hoffe ich. Das werden wir ja sehen.
wie der Taro so war. Okay, irgendwie haben wir den Golem verloren. Oder hatten wir ihn gar nicht? Ich bin mir gar nicht so sicher. So, den Golem selbst müssen wir mal schauen, wie wir den skillen. Oder ob wir ihn dann auch nur skillen über die, ja, die Zusatzsachen. Hier sowas wie Golem-Beherrschung und ihn aber auch auf 1 lassen. Ich glaube, das hier war der einzige Golem, der sozusagen... Genau, der kriegt immer mehr Leben dazu, weil die hier kriegen das, glaube ich, nicht. So, da ist schon wieder was runtergefallen. Ein Rubin. Sehr schön. Den nehmen wir natürlich gerne mit. Das Gold nehmen wir auch gerne mit. Ja. So. Dann fluchen wir uns hier mal weiter durch. Wer schon länger zuguckt, wird wissen, dass Fluchen natürlich zum Standardrepertoire gehört. Und Obszönitäten... Da bin ich ganz groß drin. So. Okay. Hier ist offensichtlich nichts. Dann gucken wir mal hier. Da ist ja irgendein Ausgang. Ich denke, das ist genau, das ist der Ausgang zum Dunkelwald. Aber wenn ich mich nicht komplett täusche, gibt es hier auch noch ein zweites Level. Und meist sind ja auf den zweiten Levels dann so Kisten. Ne? Und das wollen wir natürlich mitnehmen. Ist ja klar. So, das heißt, wir gehen mal hier hin, da haben wir ja noch nicht alles erforscht und wir machen diese kleinen Zwischenlevels hier natürlich auch immer vollständig. Macht ja irgendwie Sinn, damit wir die Punkte auch mitnehmen. Wahrscheinlich mal eh bald schon wieder ein Level ab. So schnell können wir gar nicht gucken. Ja, wir müssen halt gucken, ob wir dann sozusagen nicht zu schnell hochleveln, was ja auch ein Problem darstellen kann beim Akt-Boss, wenn wir dann zu hoch sind. Vielleicht, weiß ich nicht, oder die zu kräftig sind. Wir müssen mal schauen, wie wir das machen. So. Da fluchen wir mal rein. Hier auch. Das wird uns aber nicht viel bringen. Am besten stellen wir uns mal kurz hinter unsere Skelette. Ja, die Flüche verbrauchen ja nicht viel. Das ist ganz praktisch. Und ja, wie gesagt, den Radius hier, den müssen wir auf jeden Fall verbessern. Sonst bringt uns das nicht viel, das explodieren zu lassen. So, die sind noch verflucht. Na, holen wir mal alles ran, was hier ist. Die rennen ja hier weg. So. Okay. Da müssten wir eigentlich bald schon das Level abhaben. Und wenn wir das dann haben, dann müssten wir... Was haben wir dann? Haben wir Level 12. Dann können wir nämlich den nächsten Strang freischalten. So. Danke, Skelette, dass ihr sofort zu mir eilt, wenn ich angegriffen werde. Das ist sehr nett von euch. Ich hole hier schon mal ein bisschen Gold in der Zwischenzeit. So. Achso, eine leichte Armbrust. Ich habe gelesen, irritierter Amethyst. Ja. Ja, ja, heute ist nicht so ganz mein Tag. Aber ich glaube, das geht. Solange man mich verstehen kann und ich kein zusammenhangloses Zeug brabbel, was ich natürlich nie beurteilen kann, während ich aufnehme, aber ist ja schon okay, denke ich. So. Gold nehmen wir gerne an uns. Was? Wo kommt der denn her? Gut, und dann gucken wir mal... Weiter. Ich meine, es gab ein zweites Level hier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, alles lange her. Wir werden das alles so nach und nach wieder rausfinden. Das ist ganz schön, weil dann ist das auch wieder ein bisschen neu für mich. Deswegen habe ich eben auch diesen einen Mod nicht verwendet, weil ich jetzt erstmal wieder das Original-Diablo haben wollte. Einfach nochmal neu erleben. Und diese Aufnahmen sind ja ganz schön. Die sind ja nicht nur schön für Leute, die hier zugucken, was mich natürlich freut, sondern auch für einen selbst. Man kann im Prinzip selber später nochmal reingucken und schauen, was man da so gemacht hat. Und wie man die Spiele durchgespielt hat. Also es ist nett. Und es gibt ja manchmal auch Spiele, heutzutage leider, muss man sagen, Spiele, die man nie wieder spielen kann. Die einfach verschwinden. Na, jetzt zum Beispiel hier Ghost Recon. Dieser Ubisoft-Titel war Free-to-Play. Da haben sie die Server abgeschaltet. Das heißt, das Spiel ist einfach nicht mehr zu spielen. Und wenn man das jetzt nicht aufgenommen hätte, dann könnte man da nie wieder reingucken. So kann man zumindest nochmal sehen, was man da gemacht hat. Und ja, schauen. Ich meine, dass hier noch was war, oder irre ich mich? Ja, ich irre mich. Moment mal, war ich da unten? Ich meine, es ist blöd, aber ich glaube, ich bin da unten nicht hingegangen, sondern bin einfach kick in diese Richtung gelaufen. Genau. So. Das ist nicht mein Skelett, ne? Ein Katar. Ja, was bei diesem Diablo natürlich anders ist, ist, dass es sehr viel mehr klassenbasierte Waffen gibt. Das heißt, wir haben natürlich auch da eine viel größere Chance, Gold zu machen. Ich werde nicht so viel aufsammeln, oder? Aufsammeln ist falsch. Ich werde nicht so viel aufheben, weil Sachen, die jetzt nicht für meine Klasse sind, die brauche ich ja nicht aufheben. Das macht keinen Sinn. Die helfen uns nie wieder.
Und die können wir eh nicht verwenden. Außer natürlich, wenn wir nochmal einen anderen Charakter spielen, aber das ist eher unwahrscheinlich. Ich bin so der Totenbeschwörer-Spieler und das ist so mein Ding. Ich habe zwar damals auch andere Klassen ausprobiert, natürlich, aber ja, der Totenbeschwörer hat mir irgendwie immer am meisten zugesagt. Magierin ist auch okay, macht auch Spaß. Ich bin halt eher so der Fernkämpfer. Ah, das Knallelixier nehmen wir natürlich mit.